Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Lieblingssendung Outdoor Inner. Heute geht's um ein brandaktuelles Thema, oder es ist zumindest noch nicht so wahnsinnig lang her, dass das irgendwie in den Medien aufgekommen ist. Und es hat, obwohl es ein Labervideo ist, tatsächlich was mit Outdoor Survival Prepping zu tun. Ja, das gibt's tatsächlich auch noch auf meinem Kanal, selbst wenn ich nur rede. Und das Thema, das ich mir ausgeguckt habe, ist das Preppen. Und wie es jetzt für Furore sorgt in den Medien. Und zwar im Zuge der Aufdeckung einer schrecklichen rechtsradikalen Prepper-Reservearmee, die eigentlich nur darauf wartet, hier das Vierte Reich herzubomben und so kurz vor der Machtübernahme steht. Ich habe das Ganze analysiert, könnte man in heilloser Übertreibung sagen. Also ich habe da den Artikel gelesen und war verwundert. Das habe ich so noch nie gesehen, könnte man sagen. Ja, und ich möchte da noch ein paar andere Überlegungen zum Prepping anbringen. Allerdings wird das Video hier nicht die Philosophie des Preppens an sich aufs Korn nehmen. Das mache ich mal in einem anderen Video, das dann wahrscheinlich den wundervollen Titel tragen wird. Preppen ist rechts! Ganz in Anlehnung an mein bisher erfolgreichstes Da-Krawall-Brüderigstes Video. Outdoor und Survival sind rechts. Ja, rechts meine ich. Entschuldigung, ist ja in Großbuchstaben. So, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich will hier den Schnellschuss abfeuern, den ich für dieses Video vorgesehen habe, indem ich jetzt erstmal mir den Artikel zur Brust nehme. Im Fokus erschien am 9.11. diesen Jahres, 2018 nach Christus. Fall Franco A. BKA hat Hinweise auf Netzwerk innerhalb der Bundeswehr. Franco A., ihr erinnert euch, das war der Typ, der Leutnant da, der sich als Flüchtling ausgegeben hat, obwohl er gar kein Flüchtling war. Das muss man sich mal vorstellen. Das war auch das erste Mal, dass es sowas in Deutschland gab. Es war halt diesmal kein Afrikaner oder Zigeuner, Sinti, Roma etc., sondern es war halt ein Deutscher, der auch, also der schon länger hier lebt, der quasi auch ein Deutscher ist. Ne? Also nicht nur dem Namen nach, sondern so tatsächlich. Ja, ja, und jetzt ist es knüppeldick gekommen. Jetzt kam raus, dass Franco A. Da verwickelt ist in, ich weiß auch nicht was. Also, bei den Ermittlungen im Fall Franco A. hat das Bundeskriminalamt, BKA, offenbar Hinweise auf ein größeres konspiratives Netzwerk von radikalen Preppern, also Menschen, die sich auf einen eventuellen Weltuntergang vorbereiten, innerhalb der Bundeswehr. Ah ja, das berichtet Focus und beruft sich dabei auf Ermittlungsakten des BKA. Das ist doch Focus. Warum erzählt mir Focus, dass Focus das berichtet? Na gut, wie auch immer. Also es geht um die rechte Weltverschwörung, nehme ich mal an. Allerdings ist das hier keine Verschwörungstheorie, weil es kommt ja, also es geht ja gegen rechts. Und Verschwörungstheorien sind immer rechts, weil nur die Mächtigen, die ja recht sind wegen dem Patriarchat und alles, nur die Mächtigen sind fähig dazu zu glauben, dass es Verschwörungen gäbe, die es aber gar nicht gibt, weil alle anderen haben ja recht damit, weil die Rechten halt sich verschworen haben und alles überall die Fäden ziehen. Und hinter uns steht ja auch das Kapital, wie den meisten bewusst sein dürfte. Das Kapital ist übrigens ein ziemlicher Knauser, ist mir in meiner Zeit als Rechter aufgefallen. Ich habe von dem noch keine müde Mark gesehen. Ja, vielen Dank. Wer so Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Egal, weiter im Text. Also es geht um radikale Prepper. Danach soll es zahlreiche Verbindungen zu einem Verein für Elitesoldaten und zu Angehörigen des Kommando Spezialkräfte KSK geben. Man sieht, wir haben es hier mit geschulten Elite-Super-Sonder-Über-Soldiers zu tun.
Und damit ist nicht zu spaßen. In Chatgruppen und bei realen Treffen der Prepper gab es laut Zeugenaussagen konkrete Planungen für einen sogenannten Tag X. Missliebige Politiker zu einem Ort mit Tötungsabsicht zu verbringen. Gut, ich frage mich jetzt, was ist ein Ort mit Tötungsabsicht? Ein Vulkan vielleicht? Oder ist, also, ich meine, nicht jeder Ort ist freundlich, das muss man schon sagen. Aber was mich am meisten hier verwundert ist, es geht ja also um Elitesoldaten, die eine paramilitärische Struktur aufgebaut haben, die Vorbereitungen trifft, um alles und jeden zu erschießen. Und sie tun das in Chatgruppen. Also ich weiß nicht, ob das gängige militärische Praxis ist. Ich bin da auch eher Laie. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ein paar Leute in WhatsApp schreiben, ey Mann, wir bringen die alle um, wir räumen die nochmal richtig auf, es muss mal was passieren, du. Dann hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine militärische Operation ist, sondern ein dummes Gespräch. Aber da bin ich wohl auf dem Holzweg. Und wenn man hier so ein richtiger KSK-Elitesoldat ist, dann weiß man, dass man sich im Offensichtlichen verstecken muss. Also gerade in Chatgruppen muss man alles schön beweisbar für die Nachwelt und die Ewigkeit und die Presse schwarz auf weiß zu Papier bringen, damit gar keiner auf die Idee kommt, dass das ernst gemeint sein könnte. Ja, umgedrehte Psychologie, die sind mit allen Wassern gewaschen, nur nicht mit Weihwasser. Also wir sehen hier, die Sache ist ernst. Die Sache ist richtig ernst. Es geht hier um Sachen, die Leute in Chatgruppen geschrieben haben. So hat es auch mit Hitler angefangen. Ich sag es euch. So, Oberstleutnant behinderte Ermittlungen. Also, behinderte Ermittlungen, da stimme ich mal zu. Wie Fokus weiterschreibt, werden die Ermittlungen des BKA offenbar von einem 42 Jahre alten Oberstleutnant des MAD, bla bla bla, massiv behindert. Der Mann soll Angehörige des KSK, die als Führungsmitglieder der Survival-Szene fungierten, unter anderem vor Durchsuchungen gewarnt haben. Also ich kann meine Fans beruhigen. Ich gehöre nicht dazu. Ich war nie beim KSK oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht tauchen irgendwann Chatprotokolle auf, die anderes beweisen. Da wäre ich aber selber von überrascht. Das müsst ihr mir jetzt mal glauben. Die Führungsmitglieder der Survival-Szene. Also am besten guckt ihr jetzt mal, ob eure Lieblingskanäle auf YouTube aus der Survival-Szene noch online sind. Oder ob da jetzt nur weißes Rauschen ist und diese führenden Mitglieder der Survival-Szene jetzt im Knast sitzen. Anscheinend ist da ja wirklich ein großer, konzertierter Schlag gegen diese besser als gedacht organisierte Szene erfolgt. Ich habe davon noch nichts bemerkt. Also diese Führungsmitglieder, die scheinen einfach weiterzumachen. Gut. Wer weiß. Was steht hier noch drin? Ja, irgendwas von irgendeinem Verein, von ehemaligen KSK-Mitgliedern und die waren wohl ganz böse. Also so ganz grob zusammengefasst könnte man jetzt sagen, da waren ehemalige KSK-Leute, die waren rechts. Und die haben gepreppt und ja. Und dann haben sie auf WhatsApp oder so geschrieben, oh, wir räumen mal so richtig auf. Aber hier habe ich eine Sache überlesen, das fällt mir gerade ein. Ah ja, stimmt, es sollen auch geheime Waffendepots und Treibstofflager angelegt sein worden. Auf einer bis heute nicht gefundenen Todesliste, die findet man ja immer oder auch nicht bei so rechten Terrorgespinsten. Auf einer bis heute nicht gefundenen Todesliste soll der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Dietmar Bartsch, ganz oben gestanden haben. Dietmar Bartsch. Ja.
Also daran merkt man, dass ich die Liste nicht geschrieben habe. Ich hätte den jetzt nicht für so militärisch wichtig als Ziel gehalten. Ja, ich komplettiere das Bild. Wir haben es mit Leuten zu tun, die irgendwas mit der Armee zu tun haben, die dann auch noch rechts sind. Dass es sowas gibt unter Soldaten, also schon. Also. Und dann haben die noch irgendwo Waffen gehabt. Ja. Also das ehemalige Soldat, dass Soldaten einen Waffenfetisch manchmal haben, das, also da muss mehr dahinter stecken. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Da geht es auch um blöde Ideen. Aber zuerst mal geht es um die These, Prepper sind eine stehende rechtsextreme Armee. Ist das wahr? Nö. Dass es da irgendwie wirkliche Strukturen geben sollte, die über irgendeinen kleinen Freundeskreis hinausreichen, der sich da komischen Fantasien hingegeben hat und sich jetzt ganz schön tief in die Scheiße geritten haben dürfte, das wag ich zu bezweifeln. Ansonsten finde ich es eine Frechheit, dass mich mal wieder keiner eingeweiht hat. Aber ich bitte alle, die sowas vorhaben, das auch in Zukunft nicht zu tun. Darauf kann ich verzichten, auf so einen Müll. Ja, damit wäre die These dann von mir ja quasi aus dem Feld geschlagen. Es gibt aber natürlich auch die Gegenthese, die immer mal wieder gerne vorgebracht wird, wenn es heißt, Prepper sind rechtsextreme Monster. Dann springen nämlich Leute wie zum Beispiel Sascha Beasley, das ist der Typ, der Autoruhrport macht, aus dem Gebüsch und sagen, Preppen hat gar nichts mit der rechten Szene oder sonstigem Scheißdreck zu tun. Zitat von ihm, obwohl er hat eher gesagt, rechte Szene oder sonstiger Scheißdreck. Na gut, das ist vielleicht aus der Biografie von Sascha Beasley heraus verständlich. Er hat mit 19, glaube ich, einen Obdachlosen totgeschlagen, war halt so ein Gewaltverbrecher, Vollversager, irgendwas und ja, hing auch mit Rechtsradikalen rum, also Skinheads oder so, nehme ich an. Seitdem hat er halt irgendwie diese Vorstellung, dass Rechtssein Obdachlose totschlagen heißt oder so. Ja, ich muss sagen, mein Weg in die rechte Szene oder sonstigen Scheißdreck, der sah ein bisschen anders aus. Ich habe da eher weniger Obdachlose totgeschlagen. Ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, waren so in etwa null. Das ist auch nicht üblich. Also ich kenne jetzt eher weniger Rechte, die Obdachlose totgeschlagen haben. Und Sascha Beasley, der kennt weniger Prepper, die rechts sind, sagt er. Also das ist seine Strategie, seine Gegenthese. Preppen, das hat doch gar nichts mit rechter Szene, scheißen Dreck, Blödmannshausen zu tun, sondern ist einfach ein ganz nettes, tolles Hobby und pipapo. Und ja, kann sein, dass ich hier zwei oder drei rechte Spinner drin verirrt habe. Aber, ja, was soll ich zu dieser These sagen? Sind Rechte in der Prepper-Szene in der Unterzahl? Ich weiß es nicht. So sicher wie Herr Beasley bin ich mir nicht. Und seine Strategie, das Preppertum so aggressiv zu entpolitisieren, die halte ich auch für zum Scheitern verurteilt. Er meint halt, es reicht sich ab und zu vor die Kamera zu stellen und runterzuleihen. Wir bekennen uns zum Grundgesetz und jeglicher Mäßigung und distanzieren uns von Rechten und bla 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 bla. Damit dann alle sagen, gut, liebe Prepper, wir haben euch wieder lieb. Aber das bringt nichts. Denn erstens werden so die rechten Prepper nicht rausgemobbt. Wird nicht passieren. Die gehen nicht weg. Jo. Und das System, also kann Spiegel TV sein, kann aber eben auch die Staatsanwaltschaft sein, die zerrt diese paar rechten Prepper oder diese vielen rechten Prepper, aber eigentlich immer nur die verrücktesten von denen, an die Sonne. Und dann stehen die in vollem Licht und daneben kann dann Beasley stehen. Moment, hier klopft es an der Tür. Oh, ist doch Scheiße. Ah. Ihr werdet es nicht glauben, aber es war Prepping Peter. Was ein Zufall.
mir irgendeinen Scheiß gezeigt. Das ist übrigens auch kein Linker, könntest du sagen. So, also Beasley, wo waren wir denn dran? Achso, der Beasley, der kann daneben stehen und sagen, oh, der Rechte da, der ist nur aus Zufall Prepper, das ist allen scheißegal. Der wird trotzdem ins Rampenlicht gestellt und der wird benutzt. Es ist nicht so, als würden die Rechten das Prepping benutzen, um damit irgendwelche bösen dämonischen Sachen zu vollziehen und das instrumentalisieren und bla bla bla. Es ist genau andersrum. Die Linken gehen hin und die werden das Prepping instrumentalisieren, um damit der rechten Szene bzw. der rechten Bewegung eins reinzuwürgen. Weil das halt komisch wirkt, dieses Rumgepreppe. Die Prepper-Szene von der rechten Szene zu trennen, das wird in etwa so gut funktionieren, wie es bei der Skinhead-Szene funktioniert hat. Und selbst Beasleys Prepper-Doku, in der er versucht hat, diese These zu vertreten, dass nur zufällig mal ein Rechter zum Prepper mutieren könnte, lief im Programm vor einer Reichsbürger-Reportage. Fand Beasley doof, ist aber trotzdem so gewesen. Also, seine Doku wird instrumentalisiert und da sieht man, wie viel das gebracht hat. Nämlich ein Scheiß. Was soll man denn stattdessen machen? Wie sollte man denn preppen? Oder vielleicht noch wichtiger, wie nicht? Denn preppen kann eine Gefahr sein für Patrioten. Und das zeigt ja auch diese ganze Geschichte mit Franco, Terror, Prepping, Netzwerk. Die Leute haben sich da jetzt quasi ihr eigenes Grab geschaufelt. Die haben höchstens mal den Staat dafür prepared, sie in die Pfanne zu hauen. Und was nutzt es? Wie kann man denn jetzt glauben, dass man irgendwelche Sachen aufbaut, geheime Lager und was weiß ich, schlagkräftige Strukturen. Und das würde dann bis zu diesem Tag X da bestehen und der Staat wird es nicht vorher kaputt schlagen. Das können wir vergessen und so ein hypothetischer Tag X, der steht auch nicht morgen im Kalender. Das kann man wirklich ausschließen. Das System bricht hier nicht in 3 Tagen zusammen. Kann man vergessen. Deswegen sollte man gar nicht erst anfangen oder davon fantasieren, so einen Blödsinn aufzubauen, seine geheime Prepper-Armee oder seine Super-Duper-Bunker und Waffenlager und was weiß ich. Die fliegen alle auf. Man macht dann so einen Blödsinn wie in Chatgruppen irgendwas schreiben. Also es ist einfach alles. Es ist LARPing, ja, also Live-Action-Role-Playing. Es ist Spielerei, mit der man sich dann selbst da irgendwie befriedigt und toll vorkommt und der Staat hat dann eine super Möglichkeit, einem dafür fett eins auf den Sack zu geben. Und wie prepared ist man denn an Tag X, wenn man in der Zelle sitzt? Ja, nicht so sehr, würde ich jetzt sagen. Daher, so, mein Tipp. Sachen aufbauen, Sachen anlegen, alles klasse. Aber man sollte es tun um des Aufbauens und um des Anlegens Willens. Und nicht nachher entsetzt sein, wenn der Staat hingeht und es kaputt haut, sondern denken, das ist eine tolle Gelegenheit, es nochmal aufzubauen. Denn so hat man Übung. Und wenn man an Tag X, den ich jetzt hier mal, dessen Möglichkeit ich hier mal gar nicht bespreche und ob die gegeben ist oder nicht, wenn man an Tag X mit nichts dasteht, außer eben mit dem Können, etwas aufzubauen und mit einer gewissen Frustrationstoleranz, dann steht man mit mehr da als die allermeisten. Natürlich, man will jetzt auch nicht irgendeinen Scheiß aufbauen, der dauernd in die Kloake wieder geschubst wird. Was soll man denn aufbauen, was bleiben kann, was wirklich die Chance hat, irgendwann relevant für einen zu werden? Ja, kleine unspektakuläre Sachen, nicht der super-duper geheime Kommandobunker oder so ein Scheiß, der nur dafür quasi angelegt wird, damit irgendwann SG9 die Tür eintritt und dann Spiegel-TV da durchrennt. Ja, muss nicht sein. Kleine unspektakuläre Sachen, die gar nicht so als
Prepping-Phänomen greifbar sind, die erst da künstlich zusammengefügt werden müssen von irgendwelchen Redakteuren, die sich da ein zusammenfantasieren. Und dann wird das hoffentlich ein bisschen weniger gut funktionieren, als wenn man halt mit seinem Waffenlager da rumhockt, mit dem man sowieso nichts anfangen kann. Ja, an die unpolitischen Prepper muss ich auch den Tipp ausgeben, der sicher ungehört verhallt, weil wer glaubt schon so einem rechten Spinner wie mir? Ha! Egal. Keine Distanzierungen. Macht's einfach nicht. Da seid ihr sofort in der Defensive, wenn ihr anfangt zu sagen, oh, die haben gar nichts mit uns zu tun und bla 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 und eigentlich ist Prepping ja dieses und jenes und bla bla bla. Denn erstens lügt ihr euch in die eigene Tasche, aber das wäre dann Teil eines anderen Videos, das erkläre ich ein andermal. Und zweitens, ihr seid dann sofort in der Defensivposition, ihr seid sofort diejenigen, die sich distanzieren müssen und damit Nähe zugeben, denn distanzieren muss sich nur, wenn nicht schon automatisch in der Distanz steht. Was man stattdessen machen soll, ist entspannt reagieren. Ja, man hat ja überhaupt nichts zu verheimlichen, man hat sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen, wir leben in einer total durchindividualisierten Gesellschaft, das heißt, man zuckt mit den Schultern, sagt, ich mach das so und fertig. Ja, das war's dann. Und wenn einem dumme Fragen gestellt werden, ja, wie können Sie preppen nach Auschwitz? Da sagt man halt, ja, pff, so. Und fertig. Braucht er ja noch nicht zu interessieren, der dumme Scheißdreck. Ja, dummer Scheißdreck, wie die rechte Szene und ihre Phantom-Terror-Armeen sind ja dann hiermit abgehandelt, so wie Prepping an sich nicht, das mache ich ja in einem anderen Video, aber zumindest wie ja, das Für und Wider des faktischen Preppens und wie man es am besten macht, ohne einfach nur Scheiße zu bauen, das habe ich ja jetzt hier erklärt. Die Nachwelt ist unglaublich bereichert durch dieses Video, nehme ich an. Insofern kann ich jetzt die Kamera auch wieder ausmachen und versuchen, den Kappes möglichst schnell hochzuladen. Das war's. So einfach ist es. Es bleibt mir noch eins zu sagen, nämlich das, was ich immer sage und für das mir langsam die Überleitungen ausgehen. Überlebt! Oh.